Anischt Liewen, ein Podcast von der ASTM. Willkommen bei Anischt Liewen, dem Podcast von ASTM und zum Abendschmarrn Klimabündnis Lützeburg an Radio ARA. Mein Name ist Cedric Reichel. Willkommen bei Anischt Liewen, dem Interview. Heute schwätzen ich mit Robert Leven und mit Paul Huppert über 25 Jahre Klimabündnis. Was geht es dort zu feiern? Was heißt Klimabündnis überhaupt? Und was für eine Zukunft für das Klimabündnis? Donne könnt eure kleine Agenda. An heute für ein Interview habe ich mal zwei Leute angeladen. Zwei Leute, die können mit mehr über das Klimabündnis Lützeburg schwätzen. Das feiert nämlich 25 Jahre. Und das werde ich mal der Robert Leven. Moin. Moin. Wir duzen eins, weil wir auch teilweise zusammen schaffen. Ja, das ist auch so richtig. Genau. Du warst Gemeindekonseil sind da viele Jahre zu Hesper. Du warst auch ein paar Jahre schaffen, von 2014 bis 2017. Und du warst seit langem Member am Conseil de Coordination vom Klimabündnis und auch am Klimabündnis International. Du kennst dich gut aus. Ja, richtig. Ich kenne mich gut aus, aber ich kenne auch nicht alles. Das ist gut. Und du warst aber eigentlich immer Technician gewesen bei RTL und am Medienzirkus, wenn du so darfst sagen. Ja, also ich habe das eben mein Beruf gewesen, genau. Den ich ausgewählt habe. Und das hat auch viel Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Und ich denke, aus dem Moment kommen wir auch schon viel drin. Und ich meine, das tut auch immer etwas damit zu tun, ob ich etwas für die Gesellschaft will machen. Ne? Und das Scouten hat bei mir auch ein ganz, ganz wichtiges Aspekt als Initiateur für sich am Bereich Umwelt, Klima anzusetzen. Genau, mein zweiter Gast ist der Paul Huppert. Moin, Paul. Moin. Du warst eben den ersten Co-Koordinator vom Klimabündnis Lützeburg für den Mouvement Ecologique. Du erklärst ja nur, wie das zustande gekommen ist, bis 2008. Genau, und du warst noch kurz bei den Grünen aktiv, meine ich, als Attaché parlementaire, das heißt, ich habe den Deputierten geholfen, für Dossier zu machen. Genau. Und unter dem bist du eine Pension. Genau. Genau. Und du kennst ja noch immer ganz gut über die Umweltthemen aus. Ich lese noch viel und ich lausche viel. Gut, merci, dass du da sitzt. Klimabündnis. Wenn ich auf Hesper rauffuhren, da gesehen ich das Schild Klimabündnis. Was heißt das für mich, dass die Gemeinde Klimabündnis gemeint ist, als Bürger von Hesper? Also als Bürger von Hesper, das ist natürlich ganz groß unterschiedlich. Die Gemeinde ist 2005. Wir am Klimabündnis und da stellt eine Schild ab. Ja, natürlich hast du mal nicht gedacht, dass alles in der Reihe ist. Ne? Das heißt aber, das ist ein Zeichen nach außen, auch politisch gesehen, für zu sagen, hey, wir sind nur Mombar und wir wollen also an dem Bereich drüber gehen. Und das ist ja dann ein bisschen ein Druck, den ihn ein bisschen noch selber abbaut. Ne? Und das ist sich den Zweck von der Übung. Wie meint, das ging in die Schulter hinstellen und das wäre dann den aus dem falschen Dampfer. Du hast gesagt, das ist eine Verpflichtung, also eine Selbstverpflichtung. Muss ich nicht Mama sein vom Klimabündnis als Gemeinde? Natürlich muss ich nicht Mama sein. Also das schon, ich habe mich selber dafür angesagt, ich war auch für du schon Sekretär an der Umweltkommission. Ich habe das gesehen, ich bin auch privat, und ich Informationspolitik im Internet mit Informationen und so. Und ich habe das gesehen, und ich fand das auch immens wichtig für und bin ich damals mit der Marie-Therese Gantenbein, die damals bei mir war, zu Hesper geschwärt. Und wir haben schon dann in zusammengesicht, was bedeutet das, was heißt das von dem Mombag am Klimabündnis und so. Und ich habe gesagt, das ging aber wirklich gut bei uns passen und so. Und dann 2005 war es dann, Mengerot, da war ich noch nicht da dabei, als das dann dezidiert ging. Das war exzellent. Genau, vielleicht für ein bisschen zu erklären, Paul, wie ist das Klimabündnis Lützeburg gegründet? Klimabündnis Lützeburg hast du 5 Jahre mehr spät wie Klimabündnis International gegründet. Wie ist es dazu gekommen? Was war die Idee? Was waren die treibenden Kräfte? Und was war vielleicht auch die erste Gemeinde, die Matt gemacht hat? Wie ist das so entstanden? Ja, also Klimabündnis als eine Idee, die an Deutschland oder vor allem am deutschsprachigen Raum Österreich entstanden ist, eben mit der Idee,
wir müssen von innen rup auch gucken, dass die Akteuren, die im innersten Decisionsniveau sind, auch mitmachen am Klimaschutz und dass die das machen, was zum innersten Niveau, im kommunalen Niveau also können machen. Und die Idee ist, hier zu Lützeburg, dem muss werden, Claude Thomas, nach einem ganz aktiven ONGs-Mensch, hat ihn erst durch Feld gezündet sozusagen und hat die Idee mal durch Lützeburg gebracht. Und hat sich natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, wie können den das hier zu Lützeburg aufbauen. Und dann hat du zwei ONG von, dass wir auf der Seite Movement Ökologik für den ganzen Umwelt wollen, auch weil Klimabündnis auch ein ganz wichtiges zweite Wolle hat, da das der ganze Nord-Süd-Aspekt hat ein TSDM aufgeschwert, für mal auf die Weg zu gehen. Und die zwei ONG waren, haben die Idee ganz flott gefunden, dann sind da noch Gemenge Gesicht für die Idee mal zu vehikulieren. Und natürlich sind da die Gemengen, die sowieso schon an dem, an dem Bereich Vierreiter waren, sehen wir dann am Umweltbereich oder am Nord-Süd-Bereich, die sind da gefroht gehen, Birkrich ist gefroht gehen, Riese aus dem muss gefroht gehen, die schon eine Koalition hatten mit Kola-Indianer am Rehbüsch und so. Das heißt, Gemengen, die eigentlich schon ein Teil von der Idee verwirklicht hatten, ohne an ein Klimabündnis zu sehen. Und du sind aus der massive Gemengen gestartet, das Klimabündnis. Und das hat sich dann los als Idee vehikuliert. Und da sind wir auch mal nach Hause gegangen. Wir haben Pressekonferenzen gemacht, wir haben Kommuniqué gemacht. Und da sind auch andere Gemengen darüber aufmerksam gegangen. Und los hat die Idee ihren Weg zu Lützeburg gefunden. Und die Idee ist nachher mal die, es soll von innen rup das machen als Gemengepolitiker, mir auch zusammen mit seinen Bürger, was die kann für den Klimaschutz machen. Und da gibt es eine ganz Panoplie von Sachen, die ein Gemeng kann machen. Verstehst du dich doch richtig, dass Demos lange Zeit war, wo Umweltpolitik hauptsächlich von national aufgedreht ging, als das sozusagen der Klimabündnis, die dir gewirscht, mehr auf das lokal, auf das Gemengeniveau zu gehen, am Gegensatz zu dem nationalen Wolle? Also es sind ein ganz paar Sachen, wenn ihr das die kommunale Wolle kennt, ein Gemeng hat Pflichtaufgaben und sie hat eben Fakultativaufgaben. Und viele Sachen am Klimabündnisbereich sind Fakultativaufgaben. Mehr als kleine Anekdote, am Anfang hat das Ministerium der Landwirtschaft gar nicht gern, dass Gemengen am Bereich Nord-Süd aktiv wären. Weil es geheißen hat, und der das der Wolle, die muss die Nationalpolitik machen, Gemengen sollen sich da raushalten. Und dafür waren am Anfang Diskussionen mit dem Ministerium der Landwirtschaft, wenn die Konvention Klimabündnis unterschrieben ging, wo eine Wolle Umwelt und eine andere Wolle Nord-Süd, da wurde vom Interieur oder vom Distriktskommissar einen negativen Avis geschickt als Gemengen. Und das war am Anfang so ein kleiner Match, den ausgedroht ging, mit ähnliches gilt eben am Bereich von der Energie, wenn ihr da seht, also du der Gemenge Subsidien gehen, wenn ihr einen energiespurenden Frigo kauft. Also du der Gemenge zu helfen, den Busfahrplan zu propagieren und so weiter. Ist das eine kommunale Aufgabe? Aber die Klimabündnisgemengen haben gesagt, ja, wir können doch nicht nur nachgucken, nach werden an dem ganzen Bereich, nachgucken, was von uns könnt, und wir machen nichts. Und dafür waren ein paar die Gemengen, die direkt Feuer auf Flamme für das zu machen, was sie können machen. Und wie gesagt, das ist eine ganz, ganz große Wolle. Mhm. Robert, der Pulle hat gerade erklärt, dass es eben zwei Wolle gibt beim Klimabündnis. Auf der einen Seite eben den Umweltbereich, auf der anderen Seite Nord-Süd. War das du mal da gemengt für allem? Und für was gibt beim Klimabündnis eben Klima an zwei Begriffe? Terminologie praktisch von zwei Seiten belegt. War das wichtig? War das auch vielleicht ein Unterschied zu anderen Klimagruppen? Ja, also ist mal gut, dass du schwärzt. Ich meine, Klimadiskussion als momentan viel mehr an der Gesellschaft wie für 25 Jahre. Was auch gut ist. Ne? Dann gibt es wirklich eine ganz große Notwendigkeit. Weil wenn man den Aspekt Klimabündnis und da ist richtig drauf hin, das ist nicht nur um Klima, es geht auch um Gerechtigkeit, geht um den Deal mit der STM zusammen, Nord-Süd-Dialog. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das war mir am Anfang auch nicht so bewusst. Ich finde eigentlich auch durch die Klimabündnis und durch die Aktivitäten an Diskussionen besser kennengelernt. Und etwas werde ich immer noch eine gute Erinnerung haben, dass also auch bei uns ein paar Mal an der Gemeinde gelaufen hat, dann ein Projekt, das geheißen hat, Klimakern und Quatschkraut. Das wäre sich ein Programm für an die Schulen, für die Kanadier, das dann noch ein bisschen mehr nutzen bringen. Das wäre dann noch ein paar Mal da.
das ist gut, das geht nicht durch, das muss ich meine, da muss ich noch weiterdenken. Mit anderen ganzen Diskussionen, die Leute, die all nur lauschen, ne, so schon rum ein Kreppes mit Klima. Und das ist wichtig, dass ihr das Klimabündnis versteht, wirklich zu viel Einzelmosaik stehen. Und Polen hat doch schon ein bisschen geschwert, dass das zusammenhängt. Und natürlich aus dem Aspekt, die können doch nur zum Drohen mit der ganzen Diskussion zu Mercosur aufkommen. Mercosur aufkommen, gesagt ihr ganz klar, dass das ein enormer Nachteil auch am Nord-Süd-Dialog, den Urawunder am Südamerika, ist. Und dass das so nicht geht. Und das hat zur Konsequenz gehabt, dass zum Beispiel auch vielen Gemengen noch bei uns am Gemengerot darüber geschwärzt ging und darüber aufgestimmt wurde, für zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Ne? Geht ein Brief von dem Außenminister, für zu sagen, wenn ich geliebt, unterstützt das doch nicht. Lützeburg soll seine Stimme da wirklich an die Wurzel legen, für das zu verhindern. Das ist ein Aspekt davon. Ich meine, du musst ein paar Sachen dabei erklären. Also Mercosur-Aufkommen ist das geplante Aufkommen zwischen der EU, also ein Handelsaufkommen, an den Mercosur-Staaten, was stark an der Kritik steht, wo Lützeburg auch echt eine kritische Position dabei dazu hat. Die Regierung, die geht eben auch gesteift, wo viele Gemengen, die sich dagegen ausgeschwärzt haben, als Klimabündnis gemeint. Das heißt, Klimabündnis ist ein politischer Akteur. Garantiert. Also ganz klar, auch von der. Ich meine, das ist nicht einfach nur der Fett, dass ihr seht, ich meine, das ist nicht richtig. Es beruht wirklich auf Fakten. Wenn ihr das ganze Dokument analysiert, dass ihr ganz klar kann so für Wert nehmen. Und da sind extrem viele Elemente an dem ganzen Aufkommen dran. Nicht nur am Umweltbereich und nicht nur am Klimabereich, sondern auch was der Ernährung angeht und so weiter, die wirklich negativ sind. Und ja, das ist ein wichtiges Engagement am Kader von dem Ganzen. Ja. Genau, du musst dir vielleicht noch erklären, mit dem Nord-Süd-Volley hast du auch gemerkt, dass Klimabündnis von Anfang an eben auch Partnerorganisationen hat, oft Partner von der ASTM. Indigenen Bevölkerungen, Partnerorganisationen zum Schutz von indigenen Bevölkerung, an der Rebischer, Brasilien zum Beispiel, also weiter. Da das ja dann noch über die 25 Jahre praktisch gewusst, dass durch Beziehungen entstanden sind, Konnexionen, die auch teilweise riesige Markt gehen, du hin oder eben Leute von da hin invitiert gehen für Konferenzen. Ja, also Konferenzen, die laufen hauptsächlich an dem Bereich. Ich meine, wir natürlich heute zu Lützburg mit der ASTM den Kontakt über die Projekte an mit der internationalen Klimakonferenz, die immer schon normalerweise September stattfindet, kann ich das noch mehr real gesehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, von dem Moment an, wo ich auf die internationalen Meetings gegangen bin, habe ich das eigentlich auch besser kennengelernt. Nicht nur von der Thematik hier, sondern auch eine Verbindung mit einem persönlichen Kontakt. Und das heißt doch ganz dramatisch, weil die Leschkeier, wenn man in Deutschland zu Rostock, an der Zwischenzeit als eine Person erschoss ging, an den anderen also Covid gestorben. Das heißt, du sagst, wie real, und dann hast du immer eine ganz andere Beziehung zu der Situation, von der Dramatik, wie wichtig das ist, dass man sich auch engagiert. Mir ist auch aufgefallen, dass Leute, die am Klimabündnis engagiert sind, schon ganz selten, wenn nicht mal nie noch von Klimawandel schwärzen, mehr praktisch nicht mehr von Klimakrise. Heute hat damals zu denen, dass der einen vermirkt, durch die Sachen, die du liest, auch die Kontakte, die du hast, dass das wirklich Leid betrifft, dass die real ist, dass nicht einfach ein lockerer kleiner Würsel ist, auf den sich kann aufpassen, mehr, dass es einfach eine absolute Krise ist. Ja. Also, was Kommunikation geht, auch mit Begriffen, muss ich immer gut überlegen, was ich möchte. Ich meine, wenn ich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetze, dann gesagt, die wissenschaftliche Arbeiten, die in dem Bereich gelaufen sind, das ist, wenn wir also nicht ganz fair aussteigen, dann haben wir in Zukunft noch viel mehr große Probleme, wie man nur könnte mengen. Und ob man nur Krise nennen oder ausländisch oder ich weiß nicht, was für ein Name, das wird zählt. Das ist der Willen, für etwas zu ändern, und zwar für zu verhindern. Das können wir schon nicht mehr ganz, wenn die Adaptation noch geht, weil das wird man auch gesehen. Ne? Ich denke an Überschwemmungen, ich denke an kurzfristig Rehfall, ich denke an Biologie. Ich meine, also ganze Pack, den auch die Gemenge betrifft. Ne? Aber die Gemenge auch, und da könnten auch andere Dinge dabei sein, das Klima, wie das der Klimapakt, das vom Staat, für die Ideen zu machen,
für darunter zu schaffen. Ja, und du musst Durchhaltevermögen und das kann ich aber so, ne? Also, dann gebe ich gleich den Pol froh. 25 Jahre mit Klimabündnis lo. Woran merkt ein Bürger oder woran soll er merken, im Idealfall, dass ein Gemeng Klimabündnis gemeng ist? Mio, wir haben das für ein paar Jahre so definiert, wenn der Bürgermeister bei der Najosch-Ausspruch oder bei großer Zorits Geburt, Nationalfeiertag, bemal aufhängt, über Nord-Süd-Themen zu schwätzen, an über Klimawandel oder Klimaupassungen, das müssen Bürger merken, dass sie an einer Klimabündnis gemengt sind. Aber genau das muss aber geschehen. Klimaschutz oder Klimakrise bewältigen, heißt am Alltag sich etwas ändern. Das geht nicht etwas so, wie wenn wir, lo machen wir mal ein bisschen etwas für den Sport, und dann machen wir ein bisschen etwas für die Kultur, und dann machen wir auch noch ein bisschen etwas für Klimaschutz. Nein, das kann nicht funktionieren. Das heißt, es geht schon viel mehr weit, wie das in Lo mit Einzelaktionen oder mit Einzelaktivitäten probiert, etwas zu ändern. Es geht schon um Verhaltensänderungen und geht auch um Verhaltensänderungen an der Gemeinde selber. Es fängt bei fair gehandeltem Kaffee an und es hält bei natürlich bei Energiespurinitiativen, bei gut gedämmten Gebäuden, hält es auch noch nicht ab. Es geht noch natürlich raus über den ganzen Mobilitätsbereich, wo man wirklich noch ein Riesenproblem für uns hat, wo man nicht so einfach bewältigt kriegen. Und das heißt, ein Gemeng muss an ihrem Alltag, muss an ihrem Dialog mit dem Bürger das Thema permanent vehikulieren. Ich dann von Bürger die Impression, aha, es muss etwas geschehen, weil sonst bleiben es flotte Initiativen, aber es muss weit darüber rausgehen. Die Schuld, wie wir das angefangen haben, kann ich mich noch gut erinnern, es war eine längere Diskussion innerhalb vom Nationalen Klimabündnis, soll man die Schuld machen oder nicht? Weil, und das soll ich nicht verstoppen, es sind auch ein paar die Gemengen, die sich nur just ein Etikett vielleicht wollen abhaschen. Ich nenne Logo keine Nummer und so weiter, aber das Risiko besteht, dass sie das just machen. Und das ist es nicht. Das geht lieber nicht mehr um, weil dann braucht er das nicht. Aber es ist wichtig, dass Klimabündnis zu Hause präsent ist und die Schulter sind ein Teil davon. Aber das heißt am Anfang, handelt dem Schuld, geht am Anfang täglich durch. Wie viele Klimabündnisgemengen gehen es dann heute? Mir von der Stadt Lurich. Das weiß doch. Fangen wir 40. Ja, mehr als gesagt, 40, genau. Mir eine andere Zahl, die ich gelesen habe, 60% von den Bürger zuletzt, wo ich sehe, zu Klimabündnisbürger. Das heißt, nur einfach populistisch gesagt, gebe ich so in den Süden, das ist wahrscheinlich bald generell, Südgemeinde sind alle gute Member, wo die meisten Leute wohnen. Ne? Lass mal so, ja, du kannst ihn nur drüber sich auslassen. Ich meine einfach, dass es wichtig ist, so viele Gemengen Mamba sind. Und natürlich repräsentiert das eine große Zahl von Anwohner. Und für das noch ein bisschen noch weiter unzuknippen, was Polo gesagt hat. Die Arbeitshallen drunter, noch die Kommunikation, als wichtig. Auf mir zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ob der Gemeinde, wie man im Klimapakt geschafft hat, was ja eigentlich mal Thematik viel zu dienen hat, da hat sich herausgestattet, viele Sachen schon gemacht haben, wir sind hier für nie an Zusammenhang gesehen mit einer Klimapolitik am propren Sinn. Das hast du dann einfach gemacht, weil ich gedacht habe, ja, das ist eine gute Sache. Und du hast dich dann, wenn ich das systematisch analysiert, und das ist ja auch das, was in dem Moment dafür gibt es noch einen Begriff, das wären die low-hanging fruits, ja, so, das ist die Sache, die schon gemerkt hast. Was aber auch wichtig war, das war für herauszufinden, wo sind da noch Deckwerter, wo musst du unhaken, wo musst du drauf schaffen. Das sind alles Sachen, die mitkommen. Dann ein anderer Aspekt, das ist den, ich fand es immens wichtig, dass es positiv rüberkommt. Weil man muss ja ganz gut aufpassen, wenn man will, die Leute mit an Boot holen. Da muss es, ich weiß das nicht alles aus, mir das ist aber ein ganz wichtiger Teil. Da muss ich den Leuten das auch richtig erklären, da muss ich ihnen noch weisen, wo auf welcher Hinsicht dann auch dann hier Fehler leiden. Trafik, wenn man ein einfaches Beispiel. Ne? Wenn du zu Hause bewohnt, dann du weißt, wenn in der Zwischenzeit wo Verkehr lebt, dann ist ein Bus mal keine Alternative mehr zu bestimmten Zeiten. Aber dann ist ein Zuhörer eine Alternative. Also ich hoffe dann vielleicht auch besser,
ein Tram oder mit dann hast du Velo eine Alternativ, dann hast du Fußgänger eine Alternativ. Oder ein einfach anderes Beispiel, so sie bei euch kann er immer mal Bus an Schule gefahren gehen. In der Zwischenzeit, als der praktisch rüber, kann er treffen sich auf einer Bushaltestelle, dann gehst du von einer Person aufgeholt, dann gehst du zu Fuß an Schule. Pedibus hier steht. Am Anfang war das eine große Diskussion bei einzelnen Leuten, oh, da gibt mir keiner einfach näher, so nein, und du. Das war für vielleicht einen Monat oder zwei, und das lebt doch schon über 10 Jahre. Das ist ganz normal. Es riecht kein sich mit darüber ab, dass das ganz normal ankommt. Und genau das, also die Art und Weise, wo Sachen von der Politik herkommen, und das ist alles langfristig, das geht nicht alles so zack von Auto. Ja, das, die Mentalität, das ist so wirklich, dass es positive River können. Natürlich sind es Diskussionen, natürlich muss ich sich da mal auseinandersetzen. Das gehört alles dazu, mit dass die Perseverance für richtig, regelmäßig Aktionen zu machen, darüber zu schwätzen, auch für die Pol, so, dass die richtig Leute auch wieder rauskriegen, dass das an der Vierdergrund kommt, das geht auch bei uns gemacht. Wer denn den 25 Jahren sich schon bestimmt gerne tut, als von allem, dass er nicht mehr muss erklären, dass es eine Klimakrise gibt oder ein Klimawandel, wie auch immer, mal motiviert haben, gehen wir einfach, dass nicht mehr ob er nicht bekämpft oder mir ist das froh, wie mit welcher Perseverance hast du wieder gesagt, also mit welcher Dynamik, aber wie schnell und mit welcher auch Überzeugungskraft in der Ruhe geht. Was tut sich sonst nach die 25 Jahren für dich am Dialog gerne, Paul? Also ich meine, dass ich mal ganz wichtig auch muss gucken, wo wollen wir eigentlich hin? Und das ist ja eigentlich mit dem Ziel von Paris relativ klar definiert gehen. Und es muss ihn also durch sich durch und dann müssen schlussendlich, was effektiv von den Emissionen, von den CO2-Emissionen, dann unter dem Strich rauskommt. Und wenn es mich fragt, geht es durch, was gelernt wird oder was im Moment lebt, dann denke ich schon eng an den Tod zurück. Ich hatte Chance, mit auf Kyoto zu fahren, wie du den Vertrag verhandelt ging. Und da kann ich mich noch erinnern an eine Reunion, wo ganz viele Leute rund um dich sitzen, wo es um den Ausstieg von dem Meeresspiegel gegangen ist. Und du hast dann darüber diskutiert, ja, wenn wir so weit fahren, da steigt der Meeresspiegel 1,20 Meter, zwischen 1,50 Meter bis sogar vielleicht 2 Meter. Und da hast du eine 4 Stunden 20 Minuten diskutiert, und an der Bimmer steht ein ob und er sagt, ich will das Verhandlungen darauf aufmerksam machen, dass der höchste Punkt von meinem Inselarchipel 60 cm über dem Meeresspiegel ist. Wird ich ihm gesagt. Und du wärst im Moment ganz ruhig am Saal und du noch und die Leute weiter diskutiert. Das heißt, ich muss gucken, was sind als Ambitionen, was sind als Ziele. Und darunter muss ich seine Aktionen auch messen. Und da muss ich sagen, da bleibt wirklich noch viel zu machen. Auch von den auf verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel kommunale Gebäude, sicherlich an den letzten Jahren viel geschieht ist, aber wo viel nach zu machen bleibt, ist der ganze Mobilitätsbereich, wo ich nicht, ehrlich gesagt, nicht richtig weiß, wie man Keier kriegen, weil da geht es, und das ist Robert eng von den Sachen, die ihn dann noch muss sagen, es kann in der Leute sicherlich ganz viel Hoffnung, wenn das soll ich noch machen, mit muss ich noch an der Hinsicht ehrlich sein, es werden Verhaltensänderungen notwendig sein. Die Idee, dass jeder mit seinem Auto kann bis auf den Platz fahren, wo er will, und du einen Parkplatz finden, das geht nicht mehr. Und das braucht auch nicht zu gehen, weil wir haben viele andere Möglichkeiten, die auch ganz bequem sind und die ich kann nutzen dafür. Sie hat das eben der Velo, sie hat das zu Fuß gehen, sie hat das den Tram oder was, eine ganz Kombination. Mit der Idee, morgens, ich sprang an mein Auto und ich fuhr auf mein Arbeit und ich kriege da einen Parkplatz und nur was man nicht wäre im Trick. Das wird eng von den Verhaltensänderungen sein, die man muss und Leute rückkriegen. Und dafür eine Umgehungsstraße frohen als richtig bei verschiedenen Situationen. Wir eigentlich darüber raus, wie es ein Klimabündnisgemeng auch so, wir brauchen eine andere Mobilitätspolitik. Und wir brauchen ein anderes Mobilitätsverhalten von den Leuten, wenn wir wollen da durchkommen. Und das sind die zwei Sachen. Und ich denke, du nicht nur in Lohen Hesper, weil die eine Umgehungsstraße schafft. Ich denke nur in der Stadt Lützeburg, die nach fertig bringt, ein Willusmanif Samstag zu verbieten, als Klimabündnis gemeint. Zur Ergänzung, verschiedene Leute lauschen, die heute Sendung bestimmt, ich mich später als Podcast. Du schreibst von der Manif, der 5. Juni, die ungefroht war, da war eine kleine Polemik drumherum, sie werden nur stattfinden, hoffen wir, dass es gut geht oder gut war, wie auch immer.
Was mich noch interessiert, ist von allem, du hast gesagt, von den Zielen, mit so vielen Zielen, CO2-Ziele, Reduzierung und so weiter. Was sind da konkret Klimabündnisziele? Was sind Ziele, verpflichtet sich ein Gemeinde selber, wenn sie Klimabündnis machen geht? Also, Klimabündnis wird von Anfang an gesagt, das soll nicht nur ein Etikett geben, die abgepasst wird. Und dafür ist von Anfang an sie minimal Sachen gesagt, die ein Klimabündnisgemeinde muss erfüllen. Und da gehört auch dazu, eine CO2-Bilanzierung zu machen. Das guckt, das heißt, wie viel aus einem gewissen Zeitpunkt von Emissionen emittiert gehen von der Gemeinde, aber wie viel aus nur 10, 15, 20 Jahre, wie, also, wie gesagt, das ausdrücken. Und natürlich ist das ein wichtiger Faktor. Und daneben gehen dann ein paar die qualitativen Faktoren, wie viele Förderstände gehen an der Gemeinde oder wie viele noch Südaktivitäten, wie viele Kooperationen ergangen und so weiter. Das sind auch alles Kriterien. Wie gesagt, rein vom Klima braucht CO2-Reduktion. Das ist für das Klima da draußen den einzige Faktor, den zählt. Und das bleibt den. Also, das Klimabündnis wird sich schon klar Ziele geben, die natürlich um kommunalen Plan allein schwer zu erreichen sind. Das heißt, du brauchst dann die Zusammenarbeit kommunal, national. Und dafür bleibt Klimabündnis Lützburg für mich auch immer ein politisches Instrument. Das heißt, über die Parteigrenzen raus muss es möglich sein, nicht nur in dem Bereich, wo den Robert schon gesagt hat, am Nord-Süd-Bereich an der Kooperation, sondern auch an einem Mobilitätsbereich, auch an einem Energiebereich, dass in sie als Klimabündnisgemengen über Parteigrenzen rausgeht, da muss es mehr geschehen. Da muss man eigentlich schon beilegen, um nationalen Plan so zu erreichen, wir als Zieler kommunal nicht. Müssen die Ziele angepasst gehen, Robert? Wie ist das aktuell so? Da sind genau Diskussionen, Überlegungen. Ja, also ich meine, das Klimabündnis hat immer gesagt, 10% innerhalb von 5 Jahren reduzieren. Und der Pol ist auch gut. Ziel ist Reduktion vom CO2. Das heißt, man hat fossile Brennstoffe. Das Problem war natürlich lang, und das ist noch viel besser an der Zwischenzeit, wenn ich eine Bilanzierung möchte, dann muss ich auf basieren, ich meine Bilanzierung. Und ich brauche auch Informationen, wie das wirklich proper läuft. Das ist nicht in dem Bereich so, wo es nicht einfach ist, aber das gehört auch dazu und das ist wichtig. Dann, just ein ganz kurzes Ding, ich meine auch die Geschichte mit der Umgehungsstraße und der ganzen Analyse vom Verkehr, auch von Umklammern auf öffentlichen Transport, werde ich extrem befürwortet. Das sind ganz große auch Supporter vom Tram. Ich fand das ein ganz gutes Jahr. Auch wenn ich mich daran erinnere, dass es lange Jahre an der Stadt gar nicht so einfach war, für das in den Mann zu bringen. Es gesagt den auch, das ist der politische Teil, es geht mal nicht mit zwei oder da brauchst du mehr wie zwei, drei Wahlperioden. Und da sind verschiedene Akteure, die an der Responsabilität sind. Und jeder hat seine Responsabilität, der Minister. Und in so einem Teil von der Kette, so wie wir alle gut, wo Sachen gemacht gehen, dann natürlich geht es weiter. Dann den Frohwahlung genau nach Mai. Einfach müssen die Ziele angepasst gehen, weil die ja, genau. Die Zwischenzeit auch einfach international ja. Andere Ziele, wie 25 Jahre. Denn der Pole von Kyoto 92 gesperrt, von Paris ja. 2016. Da hast ja aber viel geschieht. Da ist viel geschieht. Und ich denke, also auch für die wissenschaftliche Erkenntnis. Und darüber basiert sich das. Ja? Ugeht, als gesagt, die Berechnung 1,5, 2 Grad, dann reichen die zurück. Dann ist die, ja, was heißt das da also konkret? Wie viel Kohlenstoff können wir nach an die Atmosphäre ausblasen? Das ist wie ein großes Bidden, die ich kann so vorstellen, die gefüllt wird, dann, die eigentlich nicht darf überlaufen. Wenn sie überläuft, dann kriegen wir darauf nichts, wie das auf gut Lütze bei euch seht. Und da seid ihr ganz klar, auch was die ganze Zeithorizont angeht, ja, von der Mentalität, ja, muss man rauf mit CO2, das geht nicht mehr durch. Das ist, wenn wir das gegen so weitermachen, da kommt man nicht auf das Ziel von Paris, vom Pariser Akkord. Und darüber ist viel und intensiv auch am Klimabündnis, so international darüber geschwärzt gehen. Schlussendlich schon mal, wie nennen die das vielleicht so schön, ich so nochmal einfach den Begriff Memorandum of Understanding oder so, das eigentlich auch gesagt gehen, hey, sieh dich, der ist bewusst, du dich komm ja auch die ganz
auch die Aktion von verschiedenen Gemeinden haben Klimaproblem oder Klimakrise oder Klima, wer auch immer, als wirklich ein großes Problem. Wir müssen alle Anstrengungen an der Gemeinde machen, für wirklich den Ruf zu kriegen. Das hat langfristige Konsequenzen, was du dabei gebaust. Und du hast irgendwie auf die Energieversorgung geht. Das spielt alles durch dem Ding mit. Mit dem den Effekt auch durch ein Engagement auf lokalem Plan, durch Gesetze. Und ich war immer ein ganz großer Freund, für zu sagen, wenn wir das hier wollen so machen, dann ist es nicht, da brauche ich kein Leute, die mir so, das geht nicht durchwind, und das geht nicht durchwind, und das geht nicht durchwind. Da brauche ich Leute so, dass ich mir eine Lösung, für dass ich das Problem doch kann lesen. Aber wie das geht, aber das nicht direkt geht, da geht es immer indirekt. Ich will ein Lösungssucher, kein Problemsucher, ne, für Führung zu kommen. Und das ist nicht ein, der das mich, das muss an der Gemeinde, und ich merke das bei einer Gemeinde, dass der dann in der Zwischenzeit wesentlich mehr an den Kopf von den Leuten, für etwas in der Richtung zu machen. Sie denken darunter, sie kommen mit neuen Ideen. Du merkst die B-Moll, heil aufhängt der Draht, du richtig zu drehen. Da kommen Sachen, auf allen Niveaus. Und das ist das, was ihr buchen könnt, auch an zusammenarbeiten, mit den Verwaltungen, mit den Ministerien, mit den persönlichen Kontakten. Aber was schon flott ist, heute zu Lützburg, dafür können wir die Ausländer schon nicht mehr drehen. Ne, was der Kontakt zu einem Minister angeht oder so. Du kannst dem noch weh, was in einer Reunion, was im Moment ein bisschen schwierig, da kannst du dabei, kannst du von einem schwätzen. Also ich fand, das auch unabhängig, man hat früher gesagt, das Wichtigste sind natürlich CO2-Emissionen. Wir werden sich aber auch an eine immens flotte Erinnerung, an eine Erfahrung am Klimabündnis hat, das waren effektiv die Kontakte, die du hast, natürlich an den Gemeinden, als Koordinator, mehr auch darüber raus, um internationale Plan, also mit dem internationalen Klimabündnis, vor allem auch mit den indigenen Völkern aus dem Amazonas. Wenn in den Leuten gehören, die schwätzen auf einer Konferenz, da kommt ein bisschen ein ganz anderes Gefühl von der Problematik. Wenn die über den Rehbusch geschwärzt haben, da war das nicht mehr ein Fläche von so viel Hektar mit ein paar Bäumen drauf. Das war hier Epicerie. Das ist hier abtickt, das ist hier gärt und das ist hier wunden. Und das ist etwas, ein ganz anderer Approach zu dem ganzen Rehbusch, wo du sagst, da gibt es ein paar Bäume weggemacht, dann ist das so schlimm, wird das schon nicht sein. Nein, das ist viel mehr. Und durch das Klimabündnis war auch über die rein quantitativ Ziele auch immer menschliche Kontakte. Menschliche Kontakte für etwas zu verstehen, was auf einem anderen Platz viel mehr Probleme bringt, wie bei euch selber. Weil das ist ja eh von den Problemen beim Klimawandel, dass die Verursacher nicht die Leidtragenden vom Klimawandel sind. Und das muss ich für das Mal auch verinnerlichen, dann muss ich mal an den Kopf von den Leuten herabbringen, dass wir eigentlich dazu große Verursacher sind, mit das andere viel mehr zu leiden, nur wie mir, von mir muss es eventuell nicht den Auto aus der Garage holen, für schaffen zu. 25 Jahre Klimabündnis, es wird Poster gehen, Plakate gehen, es wird eine kleine Medienkampagne gehen. Was aus, denke mir nur, Robert, was ist der Grund für 25 Jahre Klimabündnis zu feiern? Gerade aus der Sicht von Hasper zum Beispiel. Ja, nicht nur aus der Sicht von Hasper. Mir einfach, dass es das Klimabündnis gibt und dass es heute gesagt hat, dass das ein wertvolles Instrument ist, am ganzen Prozess für das noch vorzubringen. Und das hört sich so ergehen, wenn man darüber geschwärzt, von den Gemengen aus dem deutschsprachigen Raum, hat sich viel mehr Länder mit darunter bedeutet. Es gibt noch immer Verdelungen, die ähnlich sind, mir das ist egal. Zweitens wäre doch wichtig, dass das Klimabündnis als praktisch eine Lobbyorganisation vis-à-vis von der Politik. Wenn Klimabündnis etwas sieht, halt zu Lützburg, da geht das geheiert. Dann ist das nicht etwas, was du kannst einfach nur so, ja. Und da hast du ja auch das Know-how drin, da sind ja professionelle Leute, die darüber arbeiten. Ich meine, da gibt es ja Referenzen gehalten. Und all die Aktionen, die gelaufen sind, all die Überlegungen, die kommen sind, sie wird. Von anderen Seiten, wo darüber geschwärzt wird, da ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Und das ist ja auch eine Sache, ja, ist ja schon der jüngste Chemie.
Ja, aber, ich fand das aber genial, weil ich gesehen habe, dass Leute, junge Leute, so ein, ja, so kann es nicht für uns gehen. Ne? Die so ein, hey, da mehr mir. Da sage ich, wow, dann hast du als Erbe ja nicht für nichts gewischt, weil du sind ein Bimmel, du hast eine Dynamik an das ganze Drachen, die das noch für bringt. Ja, das gefällt nicht die Dränge. Ja? Und das ist ja nicht ein Ding. Mit der Auseinandersetzung, mit dem Thema, das Engagement an Intergenerationen gedurcht und nicht nehmen, wir sind die eng, also sind die alt und da sind die jung. Ich fand das gut wichtig. Das ist wichtig, dass das ein Engagement um Thema. Die nehmen sie auf die eine Manier und die anderen auf die andere. War das für dich, Pol 25 Jahre Klimabündnis? Der war das dein Highlight? Ich habe zwei Wünsche, zwei Hoffnungen. Das erste ist effektiv, dass die Jugend sich noch immer engagiert, auch im kommunalen Plan, auch an ONGen, an auch am Bereich Klima, nicht nur in der Kanoraner Bereich, sondern auch am Klimabereich. Und du hast schon Fridays for Future eine super Initiative. Mehr, und das ist der zweite Wunsch, Politik muss die Jungen stellen. Es darf nicht so sein, dass die Jungen nicht Gefühle haben, wir haben zwar dürfen auf die Straße gehen, mit den Kindern ist nur gelauscht. Hat. Die müssen Gefühle haben, das, was wir gefroht haben, das ist auch umgesetzt gehen. Das hat eine Konsequenz gehabt. Und dafür den Appell und Politiker nicht nehmen, den Jungen nur zu lauschen, sondern auch dementsprechend zu agieren. Weil sonst holen wir denen eine Hoffnung an die Hoffnung in die Zukunft. Ich ging gerne darüber antworten. Ich meine, wir sind aus verschiedenen politischen Umfeldern, weil ich aber gut fand, dass das zusammen kann. Ich gesehen, du bist mit differenziert. Es ist ein ganz großer Freund von der repräsentativen Demokratie. Und ja, es ist wichtig, dass es Fridays for Future gibt. Und ja, es ist wichtig, dass die jungen Leute sich engagieren. Und ja, es ist wichtig, dass dann Politik hingeht an Plattformen, Ubit, an organisiert, für das mal dran zu holen. Ich meine, es geht nicht durch, für zu sagen, die Jungen, die hätten das gerne, und wenn sie das nicht kriegen, dann haben wir ein Problem. So funktioniert Demokratie nicht und so funktioniert ein Entscheidungsprozess nicht. Ein Entscheidungsprozess funktioniert, weil viele Ideen rankommen und sich auseinandergesetzt wird. Ich meine, es tut auch viel damit zu tun, dass der da weiß, wie wir uns begegnen, wie wir über Themen können schwätzen, für uns auszutauschen und er nur aber nach kann normal miteinander trinken gehen, ohne sich müssen an den Cap zu haben. Mit dem Kompromiss oder der Lesung als nicht, wo du siehst, du kriegst den hier alles und den hier nicht mehr. Das tut viel mit diesen Sachen zu dienen. Und das ist auch etwas, was wir am Gang sind zu entdecken. Das geht auch nicht einfach von Haut und Mauer. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, der muss gestärkt gehen und der muss den Platz gehen. Es gibt ja auch schon Sachen wie Jugendparlamente und so weiter. Muss ich aber auch immer gucken, wie viele junge Leute sich da engagiert haben. Wie geht es weiter? Und Politik hat da hier Responsabilität, auf lokalem Plan und auf nationalem Plan, für das zu unterstützen. Und ich will das wirklich differenzieren, weil ich finde das ich meine natürlich schon eine lange Zeit, und das keine guten Dinge für zu sagen, ich weiß nur alles, das so muss das sein. Nein, das ist streiten, positiv streiten, muss ich nicht beim Thema auseinandersetzen, nicht einfach so, ich fand das gut. Nein, muss ich nicht wirklich beim muss ihn ja schaffen, muss ihn sein Dossier lesen, muss ihn sein Argument abbrechen. Und es geht, das ist auch ganz wichtig, es geht nicht um Rhetorik. Es geht nicht darum, für Argumente zu finden, für den anderen vielleicht zu lehnen. Es geht darum, für ehrlich, proper, richtig weg eine Lösung zu finden, die sich darin dreht, und das, was das Ganze auch wirklich noch viel bringt. Das ist ein gutes Schlusswort, der wir nicht vergessen, an diesem Podcast gibt es ja auch Allmond Stamine, wo genau die Debattierkultur und die Streikkultur auch ein bisschen gelieft wird und geguckt wird, wie noch verschiedene Fragen kann eine Antwort finden. Ich schon heute über 25 Jahre Klimabündnis geschwärzt, mit Robert Leven, mit Paul Ruppert. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Merci. Merci. Ich habe mich sicher bei dem Schluss, dass ich dann gekommen bin. Und du hast bei mir im Studio natürlich dann vom City im Film Agenda. Moin an. Moin, Cedric. Und das ist gut wieder. Darf ich etwas draus machen? Jo,
Für was nicht? Und du kannst vielleicht die Zeit nutzen, für dann den Weekend von dem 11. und 13. Juni an Carré zu Hollerich zu gehen. Und da ist der Transition Day Festival. Und ja, das geht um Transition, um nachhaltige Entwicklung. Und das ist ganz flott, mengenisch. Muss ich da registrieren oder kann ich spontan gehen? Kann ich spontan Lunch kommen. Und da gibt es dann Diskussionen, Präsentationen, Workshops. Ganz Programm finden auf der Internetseite. Und die packen wir dann auch noch an Shownotes. Und auch die City wird dort entstanden. Und da kann ich Lunch kommen und gucken, was wir so für Bücher haben. Genau, also das Programm finden wir um Sit. Genau. Und dann möchte ich am Norden interessieren. Du siehst zu selten. Du hast etwas für mich. Du hast Chance. Ich finde da wirklich etwas. Und zwar ist das ein ganz flott Soirée Mifeuille. Das ist ein Programm organisiert von der Maison des Associations. Und die geht es schon mehr lang. Und das ist immer ganz flott. Es gibt ein Sujet. Dies ist Mosaik du Monde. Und da können alle Leute, die wollen, etwas dazu beitragen. Sie können ein Gedicht vortragen, sie können tanzen, sie können singen. An all Sprachen, an all Leute sind willkommen. Ja, und das findet statt am Centre Interkulturell zu Wolz. Genau, und du musst dich einfach registrieren, ne? Ja, bis den 16. Juni. Und die E-Mail-Adresse dazu, die steht dann auch an Show Notes. Richtig. Also zum Schluss, wenn ich höre, du hast keinen Agenda-Tipp, mir echt eine Aktion, die du willst vorstellen. Ja, kann ich ganz einfach aktiv gehen an etwas für die Menschenrechte machen. Und zwar kann ich dem also Minister Asselborn eine Karte schreiben. Und das ist eine Aktion von der Initiative de Voix de Vigilance. Und da steht dann drauf, dass es doch ganz schön wäre, wenn Entreprisen, die es halt zu Lützeburg gibt, wenn die müssten gucken, wie es ausgesagt an den Produktionsstätten, dass da auch die Menschenrechte und Umwelt geschützt gehen. Genau, also schickt dem Zhang ein Quart. Ja. Genau, da kriegt man einen Meldung in der Website und dann kriegt man einen Postcard hingeschickt. Und die kann ich dann sozusagen dem Jean, sein Minister, schicken, schicken. Muss nach diesem Tambor drauf klacken. Einer schreiben, genau. Tambor drauf, alles. Gut, mal das mal ein bisschen anhört. Wir sehen uns nach dem Juli. Jo, genau. Kein letzter Kehr, dann noch Sommerpause. Machen ne? Wir, jo. Gut, dann bis nächsten Monat. Adi an. Adi. Das war es für diesen Monat von meiner Seite. Eine Schliefe wird produziert von AS Therm und Zusammenarbeit mit Radio ARA an dem Klimabündnis Lützeburg. Ihr könnt die aktuell folgen, auch immer auf der Website von Radio ARA lauschen und rufen. AS Therm findet ihr auch auf Facebook und Instagram und natürlich an astherm.lu. Fragen und Kommentare zur aktuellen Sendung könnt ihr gerne richten und podcast@astherm.lu. Mein Name ist Cedric Reichel, merci für das Lauschen und bis die nächste Kehr. Und denkt drunter, Think Global, Act Local.